So, Test, Test, könnt ihr mich hören? Hallo und willkommen alle und ja, herzlich willkommen im ersten Maldrin Livestream seit langem wieder. Ich konnte es mir natürlich nicht nehmen lassen, den Livestream mit Garomak als Opener zu benutzen, indem ich hier mit einem Stick anlocke. Ja, erstmal freut es mich sehr, dass ihr alle da seid. Ich habe schon gesehen, wer alles reingeschrieben hat. Testament ist da, mega cool. Shanna, Cefi, Mimsi, Steve, vielen lieben Dank auf jeden Fall alle dafür, dass ihr da seid. Und ja, ich freue mich total auf heute. Heute ist halt für mich tatsächlich ein ganz besonderer Tag, weil ja, ich nicht nur mit dem Stream anfange, sondern weil ich heute auch mit Patreon und Buy Me a Coffee an den Start gegangen bin. Und ich das jetzt halt eben ein bisschen, also was heißt ein bisschen ernster nehmen möchte, weil ich jetzt tatsächlich damit anfangen möchte, mit meiner Musik eben auch tatsächlich Geld zu verdienen, vielleicht immer nur da rein zu investieren. Und jetzt schon mal erstmal einen ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die da dementsprechend schon mitgemacht haben und sich da eingetragen haben. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Es bedeutet mir wirklich sehr viel. Bevor ich anfange, schon mal für die, die mit den Seiten noch nicht vertraut sind. Patreon und Buy Me a Coffee sind halt so Plattformen, da kann man sich anmelden und Künstler und Kreative halt für einen monatlichen freiwilligen Beitrag dementsprechend unterstützen und kriegt im Gegenzug verschiedene Benefits. Die meisten Streamer und sowas machen das meistens so, dass es dafür halt exklusiven Content dann für die gibt, wie spezielle Posts und sowas. Und ja, genau, ich habe das halt so eingerichtet. Man kann mich da bereits ab 2 Euro im Monat schon unterstützen. Und ja, im Gegenzug werde ich erstmal regelmäßig neue Musik veröffentlichen. Also was heißt regelmäßig? Jeden Monat werde ich mindestens einen neuen Song rausbringen. Ein bis zwei neue Songs dementsprechend. Und als Mitglied bei Patreon oder bei McCoffee wird man nicht nur verfrühten Zugang zu diesen Songs haben, also ungefähr 2 Wochen vorher, sondern man kriegt auch einen Download-Link, dass man sich die Songs tatsächlich runterladen kann und man nicht komplett auf Spotify und so ein Kram dementsprechend angewiesen ist. Ich denke, das ist eigentlich eine ganz coole Entscheidung und weil ich halt keinen exklusiven Content anbieten möchte. Ne? Also wenn ich einen Song schreibe und sowas, dann möchte ich das halt nicht irgendjemanden vorenthalten, sondern ich möchte schon, weil es halt eben auch sehr viel Arbeit ist, das meiste dementsprechend daraus ziehen und halt eben auch allen zugänglich machen. Und ja, trotzdem aber einen gewissen Mehrwert da, ja, trotzdem einen gewissen Mehrwert darüber bieten. Außerdem ist mir halt eingefallen, oder ich habe immer so ein bisschen drüber nachgedacht und mir ist irgendwie klar geworden, so, hey, ich glaube, es gibt ja immer noch Leute, also es gibt halt immer noch Leute, die hören Musik gar nicht über Spotify, YouTube und sowas, sondern ja, laden die sich einfach ganz normal runter auf ihr Medium, also Handy oder sonst was. Und so wie ich das halt früher auch gemacht habe und was das angeht, habe ich einfach nie etwas angeboten. So. Und das habe ich damit dementsprechend auch abgehakt. genau, so viel dazu. Seit heute bin ich da am Stand, am Start mit den Plattformen und ja, ich freue mich tatsächlich über jeden, der sich dazu entschließt, mich auf diesen Plattformen zu unterstützen, weil ja, ich halt eben auch vorhabe, damit tatsächlich inzwischen auch ein Einkommen zu generieren. Ich werde den Link dementsprechend dazu gleich nochmal in den Chat schreiben. Der Linktree, da gibt es dann, da könnt ihr euch dann aussuchen, ob ihr Patreon oder bei mir Coffee dementsprechend nehmen wollt. Beides hat halt seine kleineren Vor- und Nachteile. So, ne? Ich glaube, Patreon nimmt halt PayPal und halt andere Zahlungsmöglichkeiten, während bei mir Coffee zum Beispiel nur Kreditkartenzahlung oder Google Pay zum Beispiel annimmt. So, ne? Ansonsten habe ich das versucht, so ähnlich wie möglich zu gestalten, auch wenn Patreon, glaube ich, ein bisschen mehr an Gebühren nimmt. Naja, ist ja auch egal. Ich hoffe, euch geht es soweit gut. Ihr schaltet ja nicht nur wegen meinem Gelaber ein, sondern auch wegen der Musik. Und damit will ich euch nicht allzu lange warten lassen. Wie gesagt, werde ich jeden Monat neue Songs veröffentlichen, 1 bis 12 Stück. Und damit fange ich auch schon diesen Monat im März an. Der Song, der diesen Monat erscheint, heißt Evergrace. Er erscheint am 31.03. über Spotify, YouTube und so weiter und so fort. Viele Leute, die mich schon auf den Seiten da, die mich auf Patreon und bei mir Coffee unterstützen, die kriegen diesen Link dementsprechend sofort, also noch im Laufe dieses Tages zu dem Song. Und ja, abgesehen von diesem Song wird es auch Choose Your Fighter geben. Das ist der Loop-Track, den ich gerade im Intro habe spielen lassen, wo ihr
falls ihr das gehört habt, wo doch dieser Loading Screen war. Naja, erstmal genug gelabert. Ich stimme erstmal mit einem Song ein. Und zwar direkt mit dem Song Evergrace. Es ist ein neuer Song und ich bin sehr gespannt, ja, wie ihr ihn findet, was ihr davon haltet. Ich bin auf jeden Fall sehr stolz drauf und ja, kleiner Moment eben. Jetzt mache ich das kurz eben alles zum Laufen kriegen. So, ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Nicht nur meine Stimme, sondern auch die Gitarre und die Musik. Klingt auf jeden Fall bestimmt. Dann fange ich mal an und präsentiere euch den ersten neuen Song, Evergrace. Und? So, das war der allererste Song, Evergrace, der auch diesen Monat dementsprechend schon erscheinen wird. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Testament schreibt schon gute Lautstärke, das freut mich zu hören. Auf euer Feedback bin ich diesbezüglich halt eben auch angewiesen. Und ja, ohne viel zu labern, mache ich auch direkt weiter mit dem nächsten Song. Und nachdem werde ich euch vielleicht auch ein bisschen was über die neuen Songs und die Story darüber erzählen. Und so, dann kurz den Sound wechseln. Wo habe ich's? Zip, zip.
Der nächste Song ist ein Character-Theme, vor allem der Charaktere aus dem Buch, das ich geschrieben habe, das noch nicht veröffentlicht ist und ihr es dementsprechend daher noch nicht kennt. Der Charakter heißt Cecile und dementsprechend ist der Brückname des Songs noch Cecile's Tee. Bevor der nächste Track anfängt. ja, so, genau. Das waren zwei neue Songs, einmal Evergrace und einmal Cecil's Teen. Ich hoffe, dass euch die beiden Songs gefallen haben und ich hoffe, dass man halt eben auch in der Soundqualität hört, dass ich in den letzten Wochen und Monaten sehr viel Arbeit reingesteckt habe, nicht nur meine Songs selber zu mixen und zu mastern, sondern halt eben auch generell die Soundqualität in meinen Streams zu verbessern. Ah, ihr könnt mir ja gerne schon mal in die Kommentare reinschreiben, welcher der beiden Songs euch besser gefallen hat. Das würde mich sehr interessieren. Und ja, bevor ich jetzt gleich mit den nächsten Songs weitermache, schreibe ich noch einmal den Link in den Chat rein für die Unterstützungsplattform Patreon und Buy Me Coffee. Und erzählt euch mal so ein bisschen, wie ich vorhabe mit dem Stream heute dementsprechend zu erfahren. Kleinen Moment eben. So,
Das ist ein Linktree, da hat man eine Übersicht über alle Links, über alle wichtigen Links bezüglich Maldurin. Das heißt, wenn ihr da drauf klickt, dann werdet ihr halt eben entweder zu Patreon oder bei mir Coffee oder Spotify oder sonst so dementsprechend weitergeleitet. Wer sich also dafür interessiert, kann da gerne mal reinklicken. Ja, genau. Das Programm, das ich heute vorbereitet habe, ist noch nicht ganz so umfangreich. Das sind, glaube ich, 6 oder 7 Songs, glaube ich, die ich vorbereitet habe. Das liegt daran, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass ja, immer Leute am Anfang einschalten und immer gegen Ende. Und es ist bisher immer darauf hinausgelaufen, dass ich alle Songs eigentlich doppelt spielen musste, weil halt immer Leute in der Mitte oder sowas eingeschaltet haben und die neuen Songs am Anfang halt dementsprechend gar nicht mitbekommen haben. Deswegen werde ich dementsprechend die Playlist heute einfach zweimal spielen. Also nicht nur aus reiner Faulheit, sondern genau, weil es tatsächlich eh bei jedem Stream, den ich besser gemacht hatte, immer darauf hinausgelaufen ist. Von daher. Ja, genau. So, denn ich muss auf jeden Fall was an der Farbe arbeiten. Ich kann den Chat halt kaum lesen, deswegen muss ich zwischendurch immer wieder auf die Twitch-Seite wechseln. Ja, also ja, vielen lieben Dank, dass euch die Songs gefallen. Real Turbo, Shanna und Sefi. ja, es freut mich tatsächlich auch, dass da die Meinungen ein bisschen auseinandergehen, wenn Shanna der Song von Cecile besser gefallen hat und Sefi der erste Song Evergrace. Ja, ich habe halt eben auch, oder ich versuche halt eben auch eine gewisse Bandbreite zu gewährleisten, sondern dass nicht jeder Song gleich klingt. So, okay, ja gut, habe ich mir schon fast gedacht, dass euch die ersten beiden so der erste Song besser gefallen hat. Ist halt ein bisschen Metal-lastiger und der zweite Song, Cessys Thema, klingt schon fast ein bisschen kitschig, was halt eben mit dem Charakter zusammenhängt, dem der Song gewidmet ist. Aber dazu kann ich später gerne ein bisschen was erzählen, wenn es euch interessiert. Ich gucke jetzt aber erstmal, dass ich mit der Musik weitermache und den nächsten Song vorstelle. Das ist jetzt ein. Ja, nicht unbedingt ein brandneuer Song, aber auch kein alter Song. Ne? Also, die meisten von euch kennen ihn wahrscheinlich. Das ist Bulwark of the King. Der ist zwar offiziell schon veröffentlicht. Allerdings habe ich den halt in einer Phase veröffentlicht, wo ich mich nicht wirklich viel um Marketing und sowas gekümmert habe und auch nicht mehr viel gemacht habe. Das heißt, der war halt irgendwann mal da, hat trotzdem gefühlt so gut wie niemand mitgekriegt und ist halt sehr schnell in Vergessenheit geraten. Obwohl es tatsächlich ein ziemlich geiler Song ist, auf den ich sehr, sehr stolz bin. Und deswegen werde ich den jetzt dementsprechend auch nochmal hier vorstellen. Kurz eben Sound. So, ich präsentiere mal den nächsten Song, Bulwark of the King. Yeah.
das war Bulwark of the King. Einer meiner persönlichen Lieblingssongs, muss ich sagen, der, wie bereits gesagt, leider so ein bisschen ja, in Vergessenheit geraten ist, dafür, dass er halt eben in einer Zeit kam, wo ich nicht wirklich viel Werbung oder sowas gemacht habe und halt eben auch sehr inaktiv wurde. Aber ich finde, der Song hat definitiv Besseres verdient. Ich werde gerade hart von Gauomag abgelenkt, der die ganze Zeit am Meckern ist. Ich habe ja gesagt, er hat den ganzen Tag geschlafen, nur um jetzt den Stream zu sabotieren. Und genauso kommt es natürlich. Gauomag, ah, da kommt er schon. Kleiner Moment. Spatz. Ja, komm, warte. Dann kann er wenigstens einmal in die Kamera Hallo sagen. So. Aber ganz liebe Grüße von Gauomag. Wie gesagt, der hat gerade mega Bock auf Aufmerksamkeit, weil er halt jetzt einen halben Tag geschlafen hat. Und das ist halt so genau seine Zeit, wo er in den Action-Modus geht. Aber jetzt kann ich halt nicht spielen, deswegen kriegt er einen Snack und muss halt so lange warten. Okay, hier. Ja, gehst du? Spring ab! Nein, ich hab dich. Ja, spring aufs Bett! Ja, da, geht doch. Ja, ganz der Babymag also nicht mehr, er ist riesig. So, aber, naja, wer meine alten Streams doch kennt, der weiß, dass Gauomag halt eben auch bei jedem Stream mit dazugehört. So, eines Tages wieder mal Maskottchen. Dann mache ich weiter mit einem weiteren ganz neuen Song, den es in den kommenden Monaten auch über die ja, Unterstützungsplattform zu geben wird. Auch dieser Song hat noch keinen Namen, aber naja, weniger reden, mehr zocken, ne? We'll be right back.
Richtig geiler Song, ich feiere den auch hart. Und wie gesagt, wenn ihr euch für die Storys hinter den Songs interessiert, dann könnt ihr später dementsprechend gerne mal reinschreiben. Dann versuche ich ein bisschen was davon zu erzählen, weil meine Songs ja auch immer so ein bisschen mit Storytelling dementsprechend verbunden waren und ich das noch nicht ganz abgelegt habe. Aber naja, der nächste Song startet schon. Moment. Das ist auch einer der halb neuen Songs, sage ich mal. Also, ne? Also der ist schon neu, er ist auch noch nicht veröffentlicht. Es ist aber schon etwas länger her, dass ich ihn geschrieben habe. Und ja, der Titel des Songs ist Struggle of Life and Death. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und ja, ich wiederhole mich. So.
So, das waren jetzt auf jeden Fall so die neuen Songs, die ich für den heutigen Stream vorstellen werde. Ich habe in der Playlist noch zwei alte Songs mit reingeworfen, weil ich die zum einen sehr, sehr gerne spiele, aber halt eben auch, weil viele von euch die halt trotzdem immer noch nicht kennen. Dafür brauche ich eine andere Gitarre. Und zwar die hier. Die habe ich vor kurzem das wieder reparieren lassen. Und ich habe die beiden Songs seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt, muss ich gestehen. Ich habe heute dementsprechend versucht, mal ein bisschen reinzukommen. Kriegen wir auch hin. Aber ein bisschen holprig kann es manchmal trotzdem schon noch werden. Aber das geht schon. Klingt auch auf jeden Fall bestimmt. So, ich muss kurz eben auf Twitch wechseln, damit ich den Chat lesen kann, weil das ein bisschen schwierig dazu erkennen ist. Wieso diese Gitarre für diesen Song? Das ist ganz einfach, weil meine alten Songs, also die Songs von meinem vergangenen Album All der Zarentour, sind in einer anderen Tonart. Und um das vernünftig spielen zu können, muss die Gitarre tiefer gestimmt sein. Meine Gitarre hinten ist auf Standard E-Tuning gestimmt und diese ist auf Standard D. Das bedeutet, dass der tiefste Ton auf dieser Seite tiefer ist als auf der anderen Gitarre. Also sonst komme ich halt eben nicht auf die Tonhöhe, auf die ich dementsprechend kommen muss oder kommen möchte. Deswegen habe ich einfach zwei Gitarren, weil es halt zeitlich aufwendig und auch immer ein bisschen gefährlich ist, ständig die Gitarren umzustimmen. So, ne? Das ist eigentlich ziemlich unnötig, deswegen nutze ich einfach mehrere Gitarren. Und ja, wie schon geschrieben wurde, jeder Gitarrist hat mindestens zwei Gitarren. Natürlich habe ich mehr, aber vieler benutze ich eigentlich auch nicht. Der nächste Song, den ich spielen werde, heißt Moonchild. Wie gesagt, viele kennen ihn bereits von meinem vergangenen Album All Hail Zarentour. Das ändert allerdings nichts daran, dass das Song ziemlich geil ist. Von daher. Moment, muss ich mal kurz den Magaromak loswerden. Er ist im Spielmodus, tut mir leid, ab und zu muss ich. So, naja, wird er sich aber gedulden müssen. Okay. We'll be right back.
Das war ein ganz alter Song von mir, Moonchild. Und ja, sowas wie ein Klassiker, würde ich sagen. So, bin ich zu dumm oder kann ich dir keine Bits geben? Das ist eine gute Frage, um ehrlich zu sein. Ich bin ganz neu bei Twitch und weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht, was Bits sind und wie ich das einrichte. Erstmal vielen lieben Dank dafür, dass du es feierst. Aber ich bin, was Twitch angeht, ein totaler Noob. Also habe ich keine Ahnung, was genau Bits sind. Aber du kannst mich gerne darüber aufklären, weil, ja, ich von... Ah, okay, cool. Ja, dann vielen lieben Dank auf jeden Fall. Nein, noch kann ich das nicht. Allerdings kannst du mich tatsächlich trotzdem unterstützen. Und zwar bin ich auf Patreon und Buy Me A Coffee. Und bei Buy Me A Coffee kannst du quasi auch einmalige Spenden dementsprechend machen. Und ich mache einfach mal einen Link dementsprechend hier rein. Wenn du da reinschauen wolltest, würde mich das dementsprechend sehr freuen. Ich bin jetzt aber auch regelmäßig auf Twitch unterwegs und werde ein bis zweimal die Woche regelmäßig streamen, mindestens. Von daher will ich das mit dem Affiliate hoffentlich bald ändern. ich packe aber mal meinen Linktree rein. So, genau, falls dir bei mir Coffee oder sowas dementsprechend auch was sagt, so von daher. Ja, Mann, kauf mir einen Kaffee, der hier ist nämlich fast leer. Nein, vielen lieben Dank auf jeden Fall nochmal an alle, die mich da unterstützen und noch unterstützen werden. Ich packe jetzt noch den nächsten Song rein. Da ist auch aus meinem, aus meinem vorigen Album All Hail Sarantua, hat deswegen eine ähnliche Atmosphäre wie Moonchild. Der Song heißt Banished und ja, dazu werde ich dann gleich auch nochmal ein bisschen was erzählen. Bam, bam, da ist er. We'll be right back.
So, das war Banished, auch ein etwas älteren Song aus meinem vergangenen Album All Hail Sound Tour. Kleiner Moment, ich pack die Gitarre eben weg und muss wieder Garomak bespaßen, weil der geht mir gerade krass auf die Nerven. Aber ich habe ja einen Vorrat an Sticks hier. Mhm. Ja, kannst du auch fahren, was du willst. Komm her. Ja. Komm, schau mal in die Kamera, wenn du jetzt mal einen Stick abholst. Sag Hallo zu den Leuten. Hallo Twitch. Für die, die ihn noch nicht kennen, das ist Garomak Blutschild von der Goldenen Ordnung. Mhm. So, okay. Und ja, okay, den Real-Life-Kaffee nehme ich tatsächlich auch, auch wenn mir der digitale Kaffee ein bisschen lieber ist, aber ich bin mir sicher, auch das lässt sich arrangieren. So, ich hoffe, die Tracks haben euch gefallen. Das ist die Setlist, die ich heute vorbereitet habe. Und auch wenn das vielleicht ein bisschen unkreativ wirkt, ich werde die komplette Setlist gleich dementsprechend nochmal spielen, einfach weil, wie gesagt, es halt erfahrungsgemäß immer so ist, dass ja, viele Leute am Anfang einschalten, mittendrin rausgehen, und viele Leute in der Mitte einschalten und dann dementsprechend die erste Hälfte gar nicht mitbekommen haben. Deswegen habe ich mich heute erst dementsprechend dazu entschieden, die komplette Setlist dementsprechend einmal, ja, zweimal dementsprechend zu zocken. Ich würde mich dementsprechend interessieren, natürlich, wie euch das gefällt, ob ihr sagt, ja okay, für die, die jetzt von Anfang an dementsprechend reinschalten, ist das irgendwie ein bisschen lame oder so. Dann schreibt mir das dementsprechend gerne rein, weil genau, auf das Feedback will ich dementsprechend auch Wert legen und das dann bei den zukünftigen Streams mit berücksichtigen. Ach ja, ich hatte ja erzählt, dass ich euch was, ein bisschen was über die Story erzähle. Für diejenigen, die mein Maldrin-Projekt dementsprechend noch nicht lange verfolgen, bei Maldrin ging es ursprünglich darum, dass ich ja, nicht nur Musik gemacht habe, sondern ich habe mir halt eben auch so ein Fantasy-Universum ausgedacht. Und ursprünglich war der Gedanke, dass ich mit der instrumentalen Musik, also den instrumentalen Songs, quasi Geschichten erzähle. Aus meinem Fantasy-Universum, wo es halt eben um zwei Königreiche geht, die Stress miteinander haben. Die anderen sind so ein bisschen religiös angehaucht, wollen halt, dass alles so bleibt, wie es ist. Die anderen sind ja so ein bisschen auf dem Wissenschaftstrip, die möchten eine alte, verbotene Technologie dementsprechend erforschen, was das andere Königreich natürlich scheiße findet und daher rührt halt dementsprechend so ein bisschen der Konflikt. Und Moment. Das hier ist zum Beispiel mein erstes Album, All Hail Sarantur. Das Album beschreibt zum Beispiel den Aufstieg des maldurianischen Königs, das ist dieses etwas fortschrittliche Königreich, um es mal so zu formulieren. Und die Story war halt, dass ja, das Album halt eben seinen Aufstieg dementsprechend beschreibt. Banished, der Song, den ich gerade zuletzt gespielt habe, zum Beispiel, hat das Thema behandelt, wie er in die Verbannung verstoßen wurde und in seiner Einsamkeit und Verzweiflung dann dementsprechend sein Schicksal gefunden hat. Daher haben die Songs des Albums eine etwas langsamere, melancholische und auch düstere Note. Zum einen, weil ich sehr durch die Band Draconian inspiriert wurde, aber auch, weil der Hintergrund bei den Songs halt eben auch sehr melancholisch und dramatisch war. Die aktuellen Songs, die ich jetzt veröffentliche, handeln aus der Perspektive des Riobalischen Imperiums, also des religiösen Königreichs, und die sind alle ein bisschen positiver, euphorischer und haben deutlich mehr Power, weil es halt eben eher so die Seite ist mit Paladin des Lichts und Ritter der Gerechtigkeit und so ein Kram und ja, genau. Ich habe dazu auch ein Buch geschrieben, das allerdings noch nicht veröffentlicht ist und wo ich, wenn ich ehrlich bin, gerade auch noch nicht ganz so richtig weiß, wohin damit, weil ich muss noch ein paar Mal bearbeiten, weil bietig gut ist es halt noch nicht. Ja, aber habe mich halt dementsprechend in letzter Zeit halt eben auch sehr mit der Musik in erster Linie natürlich aufgehalten. So, ne? Aber ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten, wie das dementsprechend ja, mit der Story und dem Buch dementsprechend aussieht, wenn ihr euch dafür interessiert. Ja, wie angekündigt, würde ich tatsächlich jetzt die Playlist, die Setlist dementsprechend nochmal spielen. Das heißt, ich fange wieder mit dem Song Evergrace an. Das ist der Song, den es, ja, kurz mal zur Erklärung für die, die gerade eingeschaltet haben. Ich veröffentliche jeden Monat neue Songs. Also jeden Monat mindestens einen neuen Song, wenn nicht sogar zwei.
Und die kommen über Spotify und YouTube dementsprechend immer raus. Ihr könnt allerdings mich halt eben auch bei Patreon und bei mir Coffee unterstützen. Dann kriegt ihr die Songs bereits über 2 Wochen vorher und einen Download-Link, dass ihr euch die Songs dementsprechend runterladen könnt. So, der Song, den ich jetzt dementsprechend spiele, ist Evergrace, ein neuer Song aus der Perspektive des Giovannischen Imperiums. Und ja, handelt tatsächlich von einem Konflikt zwischen dem Protagonisten namens Rotan und einem alten Freund Garrett, die eigentlich ursprünglich Verbündete waren, allerdings durch eine Verkettung unglücklicher Ereignisse zu Feinden werden. Und ja, der Song soll halt sowohl das nostalgische, positive, euphorische aus deren Freundschaft dementsprechend darstellen, als auch halt eben den Konflikt, den die beiden nun haben. Und das habe ich halt versucht, musikalisch in einem Thema dementsprechend festzuhalten. Kurz mal weg. Hier ist schauen wir mal kurz eben, dass die Gitarre gestimmt ist. Deswegen, Moment. Ups, sorry. Bam, bam, bam. Und so, jetzt sollte es. Ah, okay, das klingt doch gar nicht mal so schlecht. Bam. So. Für die, die es gerade eben erst eingeschaltet haben, mein neuester Song Evergrace. Viel Spaß. Eigenlob stinkt, aber ich feiere den Song einfach. Ich bin echt ziemlich stolz drauf und mag den wirklich sehr, sehr gerne. Und ich freue mich echt drauf, wenn der Song tatsächlich, ja, veröffentlicht wird.
Sefi hat eine Frage. Moment, damit ich das anständig lesen kann, muss ich wieder auf Twitch switchen. Auf Twitch switchen. So. Machst du eigentlich alles zu Hause? Also das Abmischen etc. Und die Antwort ist ja, inzwischen schon. Früher war das ein Ding der Unmöglichkeit gewesen und da musste ich halt für jeden Song, den ich veröffentlichen wollte, ins Studio rennen. Ich habe mich aber in den letzten Wochen tatsächlich sehr intensiv mit dem Thema Mixing und Mastering auseinandergesetzt, damit ich halt in der Lage bin, meine Songs selber eigenständig zu produzieren, abzumischen und zu mastern, damit ich halt eben auch so unabhängig bin und ihr selbstbewusst sagen kann, ich kann jeden Monat neue Musik rausbringen und bin jetzt nicht mehr davon abhängig, irgendwie in ein Tonstudio zu gehen, das irgendwie zu suchen, das zu bezahlen und ja, inzwischen mache ich tatsächlich alles zu Hause, vom Schreiben bis hin zum Abmischen und Produzieren der Songs. Hat, wie gesagt, ein bisschen was gedauert. Ich habe mich halt in den letzten Wochen und Monaten halt sehr intensiv dementsprechend damit auseinandergesetzt. Aber ich bin natürlich noch lange nicht da, wo ich sein möchte. Aber auf dem Level, wo ich inzwischen mit gutem Gewissen die Sachen halt präsentieren kann und sagen kann, okay, das klingt jetzt schon gar nicht mal so schlecht und gar nicht mehr so amateurmäßig wie früher. Ich habe tatsächlich vor kurzem noch bei Facebook und Instagram so ein kurzes Vorher-Nachher-Video hochgeladen, damit man aber so einen Vergleich hat. Yo, wie klang das vorher eigentlich, wenn ich so eine Demo zu Hause aufgenommen habe? Und wie klingt das jetzt, nachdem ich mich mit dem Thema Mischen auseinandergesetzt habe? Das ist tatsächlich ganz lustig. Naja, aber ja, um die Frage zu beantworten, ich mache alles selber inzwischen.
Anders ist es halt auch gar nicht machbar. So, ne? So ein Tonstudio ist ja unfassbar teuer. Und so, keine Ahnung, das kannst du halt nicht bringen, so jeden, also wenn du jeden Monat einen Song rausbringen möchtest, dafür das mal ins Tonstudio zu rennen. So, das ist halt gar nicht realisierbar. So, dann mache ich jetzt nochmal mit dem nächsten Song weiter. Und zwar war das Bulwark of the King. Wobei, ich glaube, ich ändere mal so ein bisschen die Reihenfolge, damit es nicht exakt die gleiche Setlist ist wie gerade eben, sondern so ein bisschen zumindest die Reihenfolge durchgemischt. Das heißt, ich mache jetzt mit einem anderen neuen Track weiter, den ich vorhin noch gespielt habe, der aber noch keinen Titel hat. Dazu brauche ich ja nicht viel erzählen, der kennt seinen Preis, ich habe ihn vorhin schon gespielt. Was mich tatsächlich interessieren würde, genau, wie findet ihr das, dass ich tatsächlich die Setlist zweimal spiele? Aus genannten Gründen, dadurch, dass halt immer Leute später einschalten oder halt dementsprechend früher. Gerade für die Leute, die das halt von Anfang an zuschauen, das würde mich sehr interessieren, ob das dann doch nicht zu langweilig ist, weil ihr jeden Song schon einmal gehört habt. Und ob ich das besser so aufbauen soll, dass ich halt quasi den kompletten Stream durchgehend immer andere Songs spiele. Oder ob das nicht doch irgendwie sogar sinnvoll ist. Und ja, genau, da würde mich eure Meinung interessieren und hoffe natürlich auf euer Feedback, weil an Songmaterial mangelt es halt nicht so, ne? Ich habe mehr als genügend Songs. Aber ja, genau, dann weiß ich, wie ich den nächsten Stream dementsprechend besser vorbereite. Ich mache dann nochmal weiter mit Bulwark of the King, einen meiner persönlichen Lieblingssongs. Thank you.
die jeweils neuen Songs solltest du auf jeden Fall zweimal spielen. Die älteren, die wolltest du für mich nicht zweimal spielen, lieber beim nächsten Stream wieder. Das ist tatsächlich eine ziemlich gute Idee und ein sehr brauchbares Feedback. Danke. Also, ja, ich glaube, du hast recht, das ist ein echt... Ja, ich glaube, das werde ich so machen. Das, doch bin ich irgendwie... Ja, doch. ja, klingt eigentlich nach einer guten Idee. Dadurch, dass halt die meisten Leute, die halt bei mir einschalten, die alten Songs halt eben dann doch schon kennen, reicht es wahrscheinlich für dich, die dementsprechend immer nur einmal zu zocken. Boah, Garomak ist gerade so am Meckern, ne? Wenn ihr das gerade hören würdet. Naja, ein bisschen was muss er noch warten, aber dann kriegt er auch ein bisschen Action. So. Der nächste Song heißt Struggle of Life and Death. Ich weiß gar nicht, ob ich den Titel vorhin mit erwähnt hatte. We'll be right back.
Das war Struggle of Life and Death. So, sollte ich plötzlich nicht mehr reagieren? Hier kommt gerade eine fette Gewitterfront, da es heute 19 Grad waren und das nun krass abkühlt. Oh je, ja, dann ist natürlich naheliegend, dass man das Internet vielleicht ausschalten sollte. Von daher, ja, alles gut, kein Problem. Falls du nicht mehr da sein solltest gleich, hat es mich auf jeden Fall total gefreut, dass du eingeschaltet hast. Und so super lange geht das hier ja dementsprechend auch gar nicht mehr. Kleiner Moment, ich werfe mal kurz eben den kleinen Backing-Track rein, weil ich jetzt alle Songs außer die alten ja tatsächlich doppelt gespielt habe. Zumindest alle neuen Songs. So. Kann man mich jetzt noch verstehen, wenn ich jetzt rede? Ich finde es eigentlich ganz chillig, ab und zu einfach so einen Backing-Track laufen zu lassen, wenn man ein bisschen quatscht und so, damit halt, ja, keine Ahnung, ich dachte, ich wollte das auch mal ausprobieren. Das ist auch ein Backing-Track, den ich geschrieben habe. Er heißt Choose Your Fighter und es hat so ein kurzer Loop-Track und ich habe ja erzählt, dass ich mindestens einen Song im Monat eben veröffentlichen werde. Aber es werden noch ab und zu zwei Songs im Monat sein. Und der zweite Song ist dann sowas zum Beispiel wie Choose Your Fighter. Das ist ein kurzer Backing-Track, den man so ein bisschen im Hintergrund laufen lassen kann. Bisschen leise, ne? So, jetzt besser? Genau, der Song ist tatsächlich inspiriert an so klassische Retro-Videospiele wie Mega Man oder sowas, wo man, oder Kampfspiel halt, wo man immer so ein Character Selection Screen hat oder ein Stage Selection Screen. Und ich habe damals als Kind immer viel zu viel Zeit damit verbracht, einfach im Character Selection Screen abzuhängen und die Musik zu hören, statt das tatsächliche Spiel zu spielen. So gerade bei Mega Man war das damals echt. Ja, und da ist da so eine kleine Hommage drin. Und sowas werde ich halt auch immer wieder machen und so kleine Loop-Backing-Tracks reinmachen. Und ja, natürlich habe ich mich nicht verändert. Also zumindest, was soll ich sagen, manche positiven Sachen sollte man sich ja auch beibehalten. Also, nein, das ist blöd formuliert. Manchmal sollte man halt auch noch ein bisschen Kind bleiben, das wollte ich sagen. Und meine Leidenschaft zu Videospielen hat sich halt natürlich auch nicht verändert und ich weiß nicht, ob ihr das rausgehört habt, aber Videospiele sind halt eben auch meine vorrangige Inspiration, wenn es um Songwriting angeht. So, ne? Die meisten Songs, die ihr jetzt gehört habt, die waren alle sehr stark inspiriert an Soundtracks von Guilty Gear und BlazBlue und sowas. Und ja, das ist auch meine Hauptinspiration. Ich sehe jetzt die ganze Zeit an diesem Counter da oben links, dass die ganze Zeit immer wieder Leute dazukommen und wieder rausgehen. Deswegen ja, wiederhole ich mich dementsprechend einfach nochmal. Ich bin halt eben auf Patreon und Buy Me a Coffee, seid heute aktiv. Wenn euch die Songs, die ich vorhin gespielt habe, also gefallen haben, dann kann ich nochmal darum bitten und dazu auffordern, schaut da doch vorbei, unterstützt mich dort, das geht schon ab 2 Euro im Monat, mit denen ihr mir dabei helfen könnt, aus meiner Musik eine tatsächliche Karriere aufzubauen, was mir wirklich sehr viel bedeutet. Und im Gegenzug kriegt ihr nicht nur jeden Monat neue Musik, sondern habt eben auch einen exklusiven Download-Link, womit ihr euch die Musik halt eben auf euer Endgerät runterladen könnt. Da ich jeden Monat neue Songs rausbringe, wird der jeweilige Song des Monats halt auch immer nur an diesem Monat dementsprechend verfügbar sein. Danach ist er nur bei Streaming-Portale wie Spotify und sowas erhältlich. Also ja, genau. Ich schreibe den Link nochmal rein für die, die jetzt wie gesagt erst vorhin eingeschaltet haben. So, genau. Ja, das war jetzt so anderthalb mal das Programm. Ich glaube, ich zocke tatsächlich gleich noch einmal die beiden etwas älteren Songs aus dem All Hail Sarantor Album. Aber ich glaube, dann bin ich auch soweit mit dem heutigen Stream soweit durch. Ne? Es läuft jetzt hier dementsprechend seit anderthalb Stunden. Und dafür, dass die Setlist halt doch relativ kurz ist, ist das, glaube ich, halt auch erstmal genug. Es sei denn, ihr wollt unbedingt irgendeinen speziellen Song oder sowas gerne nochmal hören, dann sagt mir doch einfach gerne Bescheid, dann, ja, dann tue ich das natürlich auch gerne. Ja, aber ansonsten wüsste ich tatsächlich auch nicht mehr, außer dass ich mich jetzt wiederhole und die ganze Zeit sage so, ey Leute, ja, voll geil, wenn ihr das dementsprechend macht. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und ja, die Streams mache ich jetzt regelmäßig.
Ja, genau, sowas halt so, ne? Was die Zeiten für die Streams angeht, also ich denke Montag, 19 Uhr, die Zeit gefällt mir ganz gut, weil Montag generell so ein Assi-Tag ist, wo niemand wirklich Bock hat, so irgendwas großartig zu machen, da hängt man eh oft zu Hause ab. So, und ich glaube, das ist tatsächlich eine ganz gute Zeit, so, wo ich halt immer online sein werde. Der zweite Termin habe ich tatsächlich vor, den ein bisschen mehr innerhalb der Woche, also nicht mehr innerhalb der Woche, sondern tatsächlich früher zu machen, mittags rum gegen 13, 14 Uhr oder sowas. Oder vielleicht sogar ganz mitten in der Nacht. Weil ich tatsächlich halt eben auch mit meiner Musik etwas mehr internationale Reichweite aufbauen möchte. Ich bin deswegen noch am Überlegen, ob ich die Streams vielleicht teilweise auch in Englisch mache, weil mein Englisch ist okay, würde ich sagen, aber ich bin halt recht, muss mich halt dann noch dran gewöhnen, auf Englisch zu reden. Aber gerade wenn ich mich dann so ein bisschen an amerikanischer Zeitzone und sowas richten möchte, dann ja, macht es tatsächlich dementsprechend auch mal Sinn, da mal zu gucken, ob man vielleicht mal die Zeiten meines Streams ändert. Kleiner Moment. Ihr seht, da will jemand Aufmerksamkeit. Trollgott soll ich spielen? Das ist eine coole Idee. Muss ich mal gucken, ich habe den jetzt nicht vorbereitet. Also ich muss den Song kurz suchen und den in die in das Programm mit einfügen, worüber die Backing-Tracks laufen. Und ich habe darüber jetzt halt nicht die Lautstärken angepasst. Aber weißt du was? Ich versuche das einfach mal. Wenn du jetzt Bock auf den Song hast, dann ja, dann mache ich das mal. Einfach. Ist halt jetzt wie gesagt ein bisschen unvorbereitet. Ich habe den jetzt auch nicht geübt und ich habe den seit locker mindestens ein Jahr nicht mehr gespielt. Aber ja, mein Gott, sollte ich hinkriegen, ne? Ich meine, so abwechslungsreich ist der jetzt halt auch nicht. ich muss den nur kurz eben raussuchen. Habe ich jetzt, wenn ich ehrlich bin, nicht ganz damit gerechnet. Tracks. Oh Gott. So. Aber klar, wenn ein Songwunsch reinkommt, dann versuche ich dem natürlich auch immer gerecht zu werden. Dauert nur eine Sekunde, ich muss dann kurz eben in ein Programm einfügen, weil ich das jetzt nicht hier über einen Windows Media Player laufen lasse, sondern halt über Cubase. Das ist halt das Interface, worüber ich halt meine Musik aufnehme und halt eben auch spiele. Deswegen ist auch der Backing-Track gestoppt, weil alles halt gerade da drüber läuft. So. Kleinen Moment. So. Die Soundanstellung nehmen. So, ich muss tatsächlich eben kurz gucken, wie geht der Track überhaupt nochmal? Es hat wie gesagt ein bisschen was. Dann darfst du nicht da wünscht von. Ja, das ist ein gutes Argument. Aber wie gesagt, ich versuche dem ja auch gerecht zu werden. Kleiner Moment. Direkt eine Weile her, Moment. Ah.
zweiten Part, das war schon so der halbe Song und dann im zweiten Moment. Okay. Weißt du was? Ich versuche mich einfach so ein bisschen drum herum zu schummeln. Und da ein bisschen so improvisieren, mal sehen, wie ich damit komme. Ja. Aber das sollte im Muskelgedächtnis so ein bisschen drin sein. Gucken wir mal, was draus wird. Ich gebe mein Bestes. Ja, ich werde vielleicht die ganze Playlist dann nächstes Mal, also alle Songs, aber nächstes Mal ein bisschen besser ja, einstudieren für solche Fälle. Aber recht, ich hätte es nicht anbieten sollen. So. Wow, 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 okay, nochmal, ich war nicht vorbereitet. Sorry. So, so. Okay, jetzt. Fuck. Thank you.
Okay, sorry, damit hast du mich echt kalt erwischt. Okay, beim nächsten Mal habe ich den vorbereitet, versprochen. In der Mitte habe ich einfach vergessen, was kam. Aber ich habe, am Ende habe ich die Kurve noch mal einigermaßen bekommen, denke ich. Ich habe die Töne gefunden. Ah oh Mann, das war ein bisschen peinlich. Naja, wie gut, dass man sich mit Improvisation immer so ein bisschen retten kann. Jetzt will ich aber doch mal gucken, wie die eine Partnummer geht. Das war. Nee, keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Aber beim nächsten Mal, ja, beim nächsten Mal weiß ich es wieder, versprochen. Oh Gott. Ja, sehr, sehr gerne. Ich hoffe, ich habe deine Erwartungen nicht allzu sehr enttäuscht. Ja, okay. Aber ja, gut, man lernt halt eben auch nie aus. Das war ja auch der erste von vielen Streams, von daher, ja. Und da merkt man, dass Bandproben wichtig sind. Ja, es geht, also würde ich tatsächlich gar nicht sagen, ich würde einfach sagen, Vorbereitung ist dementsprechend wichtig. So, ne? Ich meine, bei der Bandprobe probst du ja auch nicht in alle Ewigkeit alle Songs, die du hast. So, sonst hast du irgendwann ein Repertoire von 30 Songs und hattest ja nicht jahrelang mit der Band jede Probe immer alle Dinger runter, sondern halt dann ab und zu, wenn die relevant werden, dann frischt man die wieder auf und dann hat sich das halt so ein bisschen. Ne? Ist ja ganz normal, dass man sonst, wenn man etwas lange nicht mehr macht, dass man da... Dass man da so ein bisschen raus ist, aber es wird doch wieder. Achso, ja, wie gesagt, gerne, kein Problem. Und ich habe halt tatsächlich auch kein Problem damit, etwas zu spielen, wobei ich weiß, dass ich es gerade eigentlich gar nicht kann und mich dann einfach so ein bisschen durchimprovisieren muss. Ich denke, dass das für viele Leute, sowas zu sehen, tatsächlich auch irgendwo ganz sympathisch ist oder ganz interessant. Und ja, dass es tatsächlich auch so eine Seite ist, die man sonst nicht ganz so häufig sieht, weil man als Musiker sonst... ja, sonst eigentlich den Anspruch an sich hat, alles immer perfekt zu machen und sich ja nicht zu überspielen. Und da bin ich tatsächlich eigentlich gar nicht so. Ich bin auch das angeht relativ locker und denke halt, dass Musik in erster Linie Spaß machen sollte. Deswegen, ja, habe ich mit sowas eigentlich in der Regel kein Problem, einfach etwas so zu zocken, wo ich mir denke, okay, eigentlich kann ich das jetzt sogar nicht. Und ja, beziehungsweise eigentlich bin ich halt nicht so gut darauf vorbereitet und mal schauen, was dabei rauskommt. Einfach so ein bisschen was improvisieren. Ja, ich tatsächlich halt eben auch so, ne? Von daher. Ja, eben, das stimmt. Tatsächlich gibt es da so ein Zitat, das mich sehr inspiriert hat, was die ganze Einstellung zum Musikmachen angeht. Und zwar war das von Slash. Ich war früher halt, Ich habe früher immer die Erfahrung gemacht, wenn ich im Mensch gespielt habe, dass manchmal mal wieder Hintergrundmusik dran. Choose your fighter, wo bist du? Da. Ich habe halt früher immer die Erfahrung gemacht in meinen alten Bands, dass man immer diesen Anspruch des Perfektionismus hat. Und sobald du irgendwann mal irgendwas geschrieben hattest, dann stand das halt eben auch in alle Ewigkeit fest. Und dann wurde halt auch von dir erwartet, dass du es halt immer genauso spielst. Und gerade wenn du nach einer gewissen Zeit halt eben unzufrieden mit deinen eigenen Soli und sowas bist, dann hat mich das halt immer sehr geärgert, wenn ich ehrlich bin. Und ich habe irgendwann mal ein Interview gelesen von Slash, von Guns N' Roses. Und da war das halt eben die Situation, dass er halt live bei irgendeinem Song, ich weiß nicht mehr welcher das war, halt immer ein ganz anderes Solo gespielt hat, als das, was auf der Platte zu hören war. Und der Reporter hat ihn gefragt, so, hey Slash, warum zockst du eigentlich hier bei der Tour oder beim Live-Konzert eigentlich immer ein ganz anderes Solo so? Nicht das, was du auf der Platte gespielt hast, so, ne? Und Slash hat halt geantwortet so, ja, ich habe halt improvisiert so bei den Aufnahmen so, ne? Er war im Suff so, hat ein bisschen vor sich hingedaddelt und er hat keine Ahnung, was er da gemacht hat und er kann das auch nicht mehr rekonstruieren. So, und also er hat einfach keinen Plan gehabt, was er da gemacht hat. Er fand's geil, deswegen haben die es aufgenommen. Aber er könnte das halt so schnell jetzt auch gar nicht rekonstruieren und deswegen guckt er halt immer da so ein bisschen bei dem Live-Konzert hat immer einfach drumherum improvisiert und da halt immer was anderes drin ist und ich fand das tatsächlich richtig, richtig geil von der Einstellung und ich kannte diese Einstellung halt gar nicht so und fand es einfach bewundernswert, dass eine Legende wie Slash, der tatsächlich halt eben auch so locker mit sowas umgeht, so, das hat mich, wenn ich ehrlich bin, sehr inspiriert, was dazu führt, dass viele Parts aus meinen Songs grundsätzlich auch in Improvisation entstehen. Gerade das Album All Hail Silent Tour, so, ne? Die Hälfte der Gitarren-Soli da sind halt einfach im Studio teilweise entstanden und improvisiert.
Moment, ich gucke mal ein bisschen zur Seite, dann kann man ja Romax sehen, wer sich da ein bisschen Zeit vertreibt. Ja, genau. Ja, Perfektionismus ist Gift. Kann ich teilweise unterschreiben. Natürlich sollte man einen gewissen Anspruch an sich selber haben. Aber man sollte es halt eben auch nicht zu eng sehen, weil am Ende kann Perfektionismus einen eben auch aufhalten und davon abhalten, überhaupt etwas zu machen und weiterzukommen, wenn man nie zufrieden mit dem Ergebnis ist. So, aber um den Stream nun langsam abzuschließen, werde ich nochmal die letzten beiden alten Songs spielen, also Banished und Banished und Moonchild. Danach noch einmal Evergrace, weil das der Song des Monats ist. Und dann werde ich mich voraussichtlich gegen 21 Uhr mit dem Stream langsam verabschieden. Ich hoffe, das ist in allers Interesse und ich bedanke mich jetzt schon mal vielmals für alle, die eingeschaltet haben. Es hat mir echt viel Spaß gemacht und ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Besonderen Shoutout nochmal an alle, die mich auf Patreon und bei mir Coffee dementsprechend unterstützen und mir dabei helfen, aus meiner Musik tatsächlich langfristig gesehen ein Business zu machen. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie wichtig mir das ist. So. Wie findet ihr eigentlich diesen Loop-Track? Ich feiere den ziemlich, muss ich sagen. Ich habe da echt Spaß dran und freue mich drauf, in Zukunft mehr davon zu machen. Das war definitiv verstimmt, ist mir im Song eigentlich aufgefallen. Na gut, weiter.
Okay, ich muss auch tatsächlich gestehen, dass langsam meine Improvisationsenergie so ein bisschen nachlässt, was man bei dem Song sicherlich auch so ein bisschen gemerkt hat. Deswegen wird es jetzt wie angekündigt der letzte Track, noch einmal Evergrace, weil das hat der Song, der diesen Monat erscheint. Ab sofort über Patreon und bei mir Coffee, am 31. über Spotify, YouTube oder eine andere Streaming-Plattform. Dann habe ich auch genügend Songs wiederholt, dann habe ich diesen Song heute dreimal gespielt. Ich denke, das reicht. dass ihn auch wirklich jeder, der reingeschaut hat, einmal reingehört hat. Und ja, genau. Bist du auch schon seit 2 Stunden online? Ja, wow, du hast recht, tatsächlich. Ja. Kam mir gar nicht so lange vor, wenn ich ehrlich bin, aber doch, das sind schon 12 Stunden. Mindy sagt, yeah, Evergrace, geil. Ja, ohne Witz, ich freue mich echt total, dass du den Song feierst, weil ich den Song tatsächlich auch feiere und ich halt mega stolz darauf bin. Wie gesagt, storytechnisch geht es da quasi um zwei ehemals beste Freunde, deren Wege sich halt trennen und die halt eben aufgrund unterschiedlicher Überzeugungen zu Feinden werden und das ist halt das, was ich versucht habe, halt eben auch in dem Song festzuhalten. Ne? Also diese Mischung aus nostalgischer Euphorie, das Intro stellt halt so ein bisschen die Freundschaft dar, aber halt eben auch die Spannung, die zwischen den beiden bestehen. Und ich denke, dass ich das auch ganz gut mit dem in diesem Song dementsprechend geschafft habe, das reinzubringen. Ich schaue nochmal, dass die Gitarre auch gestimmt ist, damit das nicht gerade so wird wie gerade eben. Vor allem das Schöne, der Song ist halt eben auch schön kurz, ne? Da geht 2,5 Minuten, das ist es nicht so ein 6-7-Minuten-Ding wie die alten Songs, sondern mit 2 Minuten, 2,5 Minuten oder was da geht, ist das, ich finde, auch eine sehr schöne Länge. So, und damit kommen wir jetzt zu meinem allerletzten Song für den heutigen Abend. Ihr wart ein großartiges Publikum. Ich bedanke mich vielmals. Ich hatte unglaublich viel Spaß und ich hoffe, dass ihr es auch hattet. Und ja, ich sag schon mal, bis zu meinem nächsten Stream. Ich halte euch auf dem Laufenden. Allerspätestens nächste Woche Montag wieder um 21 Uhr. Dann auch wieder mit neuen Songs im Gepäck. Also ich werde nicht jedes Mal die gleiche Playlist spielen. Ganz, ganz wichtig. So, ne? Ich hau nicht jedes Mal exakt dieselben Songs rein. sondern wir werden schon gucken, dass ich das dementsprechend, wenn ich durchmische. Es lohnt sich also einzuschalten. Und vielleicht, wenn ihr Bock drauf habt, werde ich vielleicht das teilweise halt auch so ein bisschen mit einer Lesung zukünftig verbinden, weil ich habe ja dieses Buch geschrieben, aber noch nicht veröffentlicht. Und ich kann mir vorstellen, dass ich halt im Stream auch mal vielleicht einzelne Kapitel oder sowas daraus mal vorlese, dass ihr mehr Kontext für den Songs habt. Ne? So, dann geht es jetzt los mit dem letzten Track, Evergrace, und ihr dürft eure Euphorie darüber sehr gerne zum Ausdruck bringen, indem ihr mir einen Kaffee kauft auf Buy Me a Coffee oder Patreon. Link dazu gibt es wieder mal hier im Chat. Bam, 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 bam. Und das Allerwichtigste habe ich tatsächlich vergessen. Ein kleiner Applaus für den wichtigsten Darsteller heute Abend, und zwar Jaromank. Ohne ihn wäre der Stream nicht das geworden, was er war. Also dann, vielen lieben Dank dafür, dass ihr reingeschaut habt, und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und danke für alles.
Thank you.